Tierfilme machen wir natürlich nicht bei Autonotizen. Trotzdem steht ein Löwe mit mir vor der Kamera. Das ist der Peugeot i308. Den kompakten Franzosen gibt es jetzt auch mit Elektroantrieb. Nicht nur als Fünftürer, sondern auch als Kombi. Und damit ist er einer der ersten seiner Art. Wir starten in diesem Video zur Probefahrt mit dem neuen kompakten E-Kombi aus Frankreich. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Der Stellantis-Konzern fährt mit seinen Elektroautos eine andere Strategie, wie es zum Beispiel Volkswagen mit den ID-Modellen macht, die ja eine eigene Linie sind in der Palette. Bei den Stellantis-Marken gibt es viele Baureihen, nicht nur als Verbrenner, sondern auch als, ja, sagen wir mal, gleichberechtigte Elektroversion. Ein Beispiel der deutschen Konzerntochter Opel ist der Opel Astra Electric. Den gibt es als Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und auch als Elektrovariante. Und das gilt auch für den ärgsten oder den engsten Konzernbruder des Astra, das ist der Peugeot 308. Den gibt es als Benziner, als Mildhybrid, als Plug-in-Hybrid und neu auch als E308 Elektrovariante. Und die wird für den Fünftürer, aber auch für den Kombi angeboten. Und damit ist der E308 SW zwar nicht der, aber einer der ersten Elektrokombis auf dem Markt. Optisch unterscheidet sich das Auto erstmal nicht von den anderen Motorvarianten. Wir haben auch beim elektrischen 308 die Front mit dem großen Grilldesign. Da ist dann auch das Peugeot-Logo seit einiger Zeit ja im neuen Design zu Hause. Und diese Plakette ist dann auch gleichzeitig die Abdeckung für die Sensorik. Außerdem kennen wir von der Marke den Schriftzug an der Front und die schmalen Scheinwerfer mit der vertikal angeordneten LED-Leiste für Tagfahrlicht und Blinker. Die A-Säule ist relativ weit zurückversetzt. Das sorgt für einen langen vorderen Vorbau. Das wirkt dynamisch und sportlich. Unterstützt wird die Sache vom Peugeot-Emblem als Plakette auf dem vorderen Kotflügel. Der streckt den Kotflügel dann auch noch mal ein bisschen in der Länge. Unter der Haube sitzt ein Elektromotor mit 115 kW oder 156 PS maximaler Leistung. Der treibt die Vorderräder an und erwirtschaftet ein maximales Drehmoment von 270 Newtonmetern. Im Fahrzeugboden steckt ein 54 Kilowattstunden großer Akku. Davon sind netto nutzbar 51 Kilowattstunden vorhanden. Und in der Kombi-Karosserie soll damit je nach Ausstattung, da wird dann auch das Gewicht verändert und die Radgröße ändert den Rollwiderstand, soll eine Reichweite von 395 bis bisschen über 400 Kilometer möglich sein. Im reinen Stadtverkehr, das ist Tempo niedriger, da wird öfter rekuperiert und gebremst, soll es auch über 500 Kilometer sein. Der Kombi ist länger als der Fünftürer, 4,64 Meter ist er lang und er hat nicht nur einen längeren hinteren Überhang für mehr Kofferraum, sondern auch einen gestreckten Radstand, 5,7 cm liegen die Achsen weiter auseinander. Das soll dann auch die Platzverhältnisse im Fond verglichen zum Fünftürer ein bisschen verbessern. Am Heck sehen wir den kleinen Unterschied, der dann zu erkennen gibt, dass es sich hier um die Elektrovariante handelt. Hier sehen wir den Schriftzug E308 als Hinweis eben auf den lokal emissionsfreien Antrieb und dann ist bei der Ausstattungslinie GT dann hier auch noch das Emblem vorhanden. Ansonsten entspricht der E308 ist wie auch am Heck den Verbrennerbrüdern. Das sehen wir auch hier unten am Stoßfänger. Diese verchromten Kunststoffleisten, die man so als ja, Fake-Endrohrblenden sehen könnte, die tragen alle 308, eben auch der elektrische.
Wenn wir die Heckklappe öffnen, dann kommen wir auch zu einem Unterschied, denn das Ladevolumen ist bei den elektrifizierten Varianten ein bisschen geringer. Das gilt für die Plug-in-Hybride ebenso wie für den E308. Das heißt, wir haben bei den reinen Verbrennern ein Kofferraumvolumen von 608 Litern bei aufgestellter Linie der Rücksitzbank. Bei den elektrifizierten Varianten sind es 548 Liter, also 60 Liter weniger. Und wenn wir hier unter den doppelten Ladeboden schauen, dann sehen wir auch warum. Wir haben nämlich dann Technologieplatz, der hier beansprucht wird, und weniger Ladefläche im Kellerabteil. Hier gibt es dann aber auch die Möglichkeit, die Ladekabel zu verstauen. Das Thema Laden spielt natürlich beim Kombi eine Rolle. Das Thema Laden ist aber auch ein Elektroauto-Thema. Und dazu kommen wir jetzt hier zur Klappe hinten rechts. Hier sehen wir das Steckerduo. Gleichstrom zieht der E308 am Schnelllader mit 100 kW maximaler Ladeleistung. Unter idealen Zuständen soll der Akku dann in 35 Minuten auf 80% seiner Kapazität wieder vollgeladen sein. Hier oben sehen wir den Typ 2 Stecker für eine Wallbox oder eine öffentliche Ladesäule. 11 kW dreiphasig kann der E308 Wechselstrom ziehen. Das heißt, eben an der Wallbox oder Ladesäule sind es dann ungefähr 5,5 Stunden, bis dann der Akku wieder voll ist. Wenn man mal in die Verlegenheit kommen sollte, das Auto an einer Haushaltssteckdose zu laden mit 1,8 kW, dann muss man natürlich deutlich mehr Zeit einplanen. Aber vielleicht auch eine wichtige Notfallinformation: 33 Stunden und 40 Minuten ist dann die Dauer. Also das heißt, so ein kurzes Wochenende oder mal so ein Brückentag mit irgendwie Homeoffice-Tag, dann ist der Akku voll, wenn die Leitung mitmacht. Der Akku ist voll, den können wir heute nicht leer fahren und die Ladeleistung checken, dafür reicht die Zeit nicht. Deswegen können wir auch beim Verbrauch nur den Herstellerangaben glauben, mit dem Normverbrauch von ein bisschen über 15 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. 0,2 Kilowattstunden braucht der Kombi mehr als der Fünftürer. Klar, das Größere hat mehr Gewicht. Aber natürlich starten wir zur Probefahrt und können herausfinden, welchen Komfort das Auto bietet, wie er sich so fährt. Aber vorher geht es wie immer zur Sitzprobe. Wir checken das Platzangebot und auch das Cockpit. Ich sagte ja gerade, der Kombi hat einen längeren Radstand als der Fünftürer. 2,73 Meter stehen die Achsen auseinander. Das mehr an Platz heißt aber nicht, dass wir ein Raumwunder haben, denn obwohl ich groß bin mit meinen 1,92 Meter und wie immer den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt habe, sieht man schon, dass es hier deutlich enger zugeht als in anderen Kompakten. Nehmen wir mal den oft zitierten VW Golf. Der hat deutlich mehr Platz im Fond. Wir haben eine Mittelkonsole mit zwei Lüftungsausströmern und zwei USB-C-Anschlüssen, um Geräte mit Strom zu versorgen. Darunter ist ein Ablagefach an den Rückseiten der Vordersitze, so eine Kunststoffverschalung, und dann haben wir da Ablagenetze. Außerdem eine Mittelkonsole mit einem Doppelbecherhalter und auch noch einem kleinen Ablagefach. Die Innenausstattung im GT gefällt mir gut. Wir haben hier so eine Leder-Mikrofaser-Kombination mit grünen Kontrastnähten. Das sieht hier im Testwagen ganz schick aus. Die Isofix-Bügel für Kindersitze liegen hinter Reißverschlüssen. Und dann kann man hier den Sitzbügel so durchstopfen und arretieren. Die Kniefreiheit, wie gesagt, ist äußerst, eigentlich nicht gering, sondern de facto zu klein für mich. Dafür passt es mit der Kopffreiheit. Das Dach fällt ab, aber trotzdem kann ich hier aufrecht sitzen. Schön wäre, wenn die Kopfstütze noch ein bisschen weiter ausziehbar wäre. Optisch wirkt es jetzt hier gerade so ein bisschen drückend, weil wir einen schwarzen Dachhimmel haben im GT. Und das lässt es dann alles natürlich ein bisschen gedrungener erscheinen. Haltegriffe gibt es, die sind silikongedämpft, hier einklappbar. Außerdem sehen wir dann hier auch hinter der ersten Sitzreihe, also an der B-Säule, die Vorrüstung, um eine Netztrennwand zu arretieren. Das ist natürlich beim Kombi schon ein wichtiges Tool, das leider allzu oft von Herstellern vergessen wird. Vorne geht es ein bisschen luftiger zu, aber auch hier gilt der 308 klar als Slimfit-Anzug unter den Kompakten. Muss man halt schauen, ob er einem passt oder nicht. Der Fahrersitz ist teilelektrisch einstellbar, das heißt, manuell geht es in der Sitzlänge. Dann habe ich aber die Möglichkeit, Sitzhöhe und auch die Lehnenneigung elektrisch einzustellen. Beim Beifahrersitz ist das alles dann manuell. Das Lenkrad lässt sich in der Höhe und in der Weite einstellen, liegt aber, auch wenn man es ganz hoch dann fährt, doch relativ weit unten, und das ist ja Konzept des Peugeot iCockpits. Was versteht man unter dieser Vokabel? Peugeot baut ein
kleines Lenkrad ein, das unten und oben abgeflacht ist. Oben deswegen, damit man auf das Display für die Instrumente blicken kann, das fast unterhalb der Windschutzscheibe liegt. Damit spart man sich dann die Option eines Head-Up-Displays. Und diese Anordnung heißt eben iCockpit. Viele Menschen sagen ja, ach, das kann ich irgendwie schlecht ablesen. Ich hatte bisher bei ganz vielen Peugeot verschiedener Baureihen, die ich jetzt fahren konnte, kein Problem damit. Ich habe den Fahrersitz ganz nach unten gestellt, das Lenkrad ganz nach oben und sehe dann maximal den Peugeot-Schriftzug unten im Display nicht, also auf den kann ich ja unterwegs verzichten. Digitale Instrumente haben wir hier im GT übrigens mit einem 3D-Effekt. Das heißt, wenn man so durchschaltet, dann sieht man auch, dass die wichtigen Informationen, zum Beispiel die Bordcomputer und Geschwindigkeitsangaben, dann eben so eine Ebene weiter vorne sind. Das ist also kein räumlicher 3D-Effekt, aber so eine zweite Ebene. Das ist eine ganz nette Spielerei, hat es nicht wirklich einen Vorteil in Sachen Ablesbarkeit oder Verkehrssicherheit. Auf der Mittelkonsole haben wir ein integriertes Display für das Infotainment-System und darunter die sogenannten i-Toggles, die virtuellen Tasten. Die gibt es in der Baureihe ab der zweiten Ausstattungslinie Allure. Und bei Allure fängt auch die Elektropalette an und deswegen sind die im elektrischen E308 immer serienmäßig. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit, direkt zum Beispiel auf Einstellungen zu gehen oder auf die Navigation und bin dann eben in diesem Menü drin. Und dann kann ich aber hier auch verschiedene Toggles mir selbst belegen. Und damit dann eben auch mir das hier ein bisschen individuell konfigurieren. Außerdem komme ich dann mit diesem Haussymbol immer wieder zurück auf das Hauptmenü. Und dann sehen wir hier bekannte Peugeot und Stellantis Bedienstrukturelemente. Wir haben links und rechts feststehend die Möglichkeit, die Klimatemperatur zu ändern. Dann komme ich eben auch hier direkt dann auf Menüs, die wir auch über die iToggles ansteuern können. Mirror Screen ist an Bord, das heißt, wir haben Android Auto und Apple CarPlay dann hier auch mit drin. Und ja, mit ein bisschen Gefummel kann ich mich dann also hier durch das System dann auch mal lotsen und gucken, was will ich mir aufs iToggle legen, was möchte ich denn in den Menüs belassen. Wir haben zum Beispiel dann hier auch die Möglichkeit, das Sitzmenü anzusteuern und da gibt es eine gewohnt gute Massagefunktion. Für Fahrer und Beifahrer kann man die auswählen und da habe ich dann hier die Möglichkeit, auch verschiedene Programme und verschiedene Intensitätsstufen dann mir auszusuchen. Außerdem eben auch die Sitzheizung dreistufig für Fahrer und Beifahrer. So, dann gehen wir wieder zurück und dann haben wir hier noch die Kachelansicht aller Apps, aller Anwendungen, die hier drin sind. Natürlich die Fahrassistenz, die ich dann hier auch konfigurieren kann. Ich kann zum Beispiel den Spurhalteassistenten an- und ausschalten oder auch dann mir diverse Angaben für die Rückfahrkamera dann hier zurecht konfigurieren. Und man sieht schon, ich muss dann schon immer ein paar Mal klicken, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Die Sprachsteuerung kann ich hier auch anwählen oder eben mit diesem Begriff, den ich jetzt nicht sage, weil dann fängt die an, dann eben aktivieren. Und beim Elektroauto natürlich auch schön, ich habe dann hier einmal die Möglichkeit, den Energiefluss zu sehen. Ich kann natürlich das Lademanagement dann hier beeinflussen mit Ladezeiten und dann habe ich hier auch Statistiken, die ich mir aufrufen kann. Und dann kann ich das mit diesem Symbol hier dann auch immer groß ziehen, also das praktisch das Display dann in der ganzen Breite nutzen. Was in der Hauptmenüebene dann dadurch eingeschränkt ist, dass ich links und rechts eben immer die beiden Temperaturzonen der zwei Zonen Klimaautomatik habe. Direktwahl. Tasten haben wir hier unten auch, um zum Beispiel wichtige Klimafunktionen wie den Luftstrom, die Windschutzscheiben, die Frosterfunktionen, Heckscheibenheizung anzusteuern. Außerdem komme ich hier auch dann mit dieser Taste immer direkt auf die Fahrassistenzkonfiguration und wir haben einen Drehregler für die Audiolautstärke. Das ist natürlich schon im Sinne der Ergonomie ganz wichtig. Das Smartphone wird hier sozusagen im Souterrain induktiv geladen. Im Keller gibt es dann noch ein Ablagefach, einen USB-C-Anschluss, eine 12-Volt-Steckdose. Außerdem sind dann hier auch Becherhalter in der Mittelkonsole. Und dann sehen wir hier den konzernweit eingesetzten Knubbel zum Ansteuern der Fahrstufe mit dem B
hier, also das ist die Rekuperationsstufe. Das heißt, nach wie vor gibt es leider keine Schaltpedals oder verschiedene Stufen, um die Energierekuperation während der Fahrt einzustellen, sondern nur eine verstärkte Stufe. Ansonsten wird es auch über das Bremspedal geregelt. Außerdem ist hier der Kippschalter für die Fahrmodi. Da haben wir Eco, Normal und Sport. Diese von mir angesprochenen 115 kW oder 156 PS maximale Leistung ist die Peak-Leistungsangabe im Sportmodus. Auch dann hat er die 270 Newtonmeter Drehmoment. Im Normal- und im Eco-Modus ist die Leistung dann ein bisschen geringer, ein bisschen reduziert. Und die Nennleistung des Elektromotors, das heißt die Leistung, die mindestens über einen Zeitraum von 30 Minuten anliegt, die liegt bei 62 kW oder 84 PS. Das sind die nackten Zahlen. Wie fühlt sich das denn so während der Fahrt an? Das checken wir jetzt. Peugeot 308 wirkt sportlich, nicht nur aufgrund des kompakten Platzangebotes, sondern auch mit dem kleinen Lenkrad, denn das lässt die Lenkung zackiger erscheinen, als sie eigentlich ist. Das sollte man also auf jeden Fall mal selber Probe fahren, ob einem das so taugt. Das Fahrwerk passt auch dazu, es ist nämlich straff. Wir spüren schon die Unebenheiten und auch die Fahrbahnbeschaffenheit, also die Oberfläche, zumindest im leeren Zustand. Das kann ich mir aber vorstellen, dass es im vollbeladenen Zustand beim Kombi dann ein bisschen komfortabler wird. Aber immerhin hat das Fahrwerk natürlich hier 1,8 Tonnen Elektrokombi zu tragen. Der beschleunigt in 10 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 170 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Die volle Beschleunigung und das volle Drehmoment sind im Sportmodus vorhanden. Dann leistet der Motor eben die 115 kW. Damit ist das Auto ausreichend motorisiert. Er ist jetzt kein Racer. Er könnte schon ein bisschen mehr Leistung vertragen, aber im Autoalltag, im Kombi-Alltag und erst recht im Elektroauto-Alltag reicht natürlich die gebotene Leistung voll und ganz aus, denn das Auto wird dann als Pendler oder für Familienausflüge, Urlaubsfahrten genutzt und dann lässt man es ja eh nicht immer fliegen, wie wir es jetzt vielleicht auch hier bei ersten Testfahrten machen. So wechseln wir jetzt auch zurück in den Normalmodus. Das Fahrwerk-Setup ändert sich bei den unterschiedlichen Fahrmodi nicht. Wir haben keine adaptive Dämpfersteuerung oder sonstige Verstellmöglichkeit. Das bleibt also immer gleich straff. Die Rundumsicht und Aussicht ist gut. Die Windschutzscheibe steht relativ steil, also nicht so ein vanartiges Gefühl, wie man es von anderen Autos kennt. Und dann kann man hier in Kurven, beim Abbiegen, dann schon ganz gut alles anpeilen und das Auto auch überblicken. Je nach Ausstattung liegt der Normverbrauch bei 15,1 bis 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Heute kann man nur dem Bordcomputer vertrauen und ja, wir sind dann doch ein bisschen zügiger auch über Bergstraßen gefahren, haben viel Landstraßen unter die Räder genommen, waren nicht in der Stadt unterwegs. Da liegt der Verbrauch jetzt laut Bordcomputer bei 19,6 Kilowattstunden, also da schon deutlich drüber. Ich kann mir aber vorstellen, dass man im Alltag da deutlich drunter kommt. Als wir das Auto heute entgegennahmen, zeigte der Bordcomputer mit vollem Akku eine Reichweite von 422 Kilometern an, die sogar über der WLTP-Angabe liegt. Und der Bordcomputer berechnet das ja aufgrund der vergangenen Fahrten. So viele waren es nicht. Das Auto hat 1140 Kilometer drauf, ist also noch ganz frisch, ganz neu. Aber wie gesagt, im Alltag dürfte man schon deutlich unter 19 Kilowattstunden kommen. Das ist meine gewagte Prognose. Der
Testtag ist zu Ende. Der Verbrauch hat sich jetzt übrigens bei 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer eingependelt und das ist schon ein guter Wert. Wir sind, wie ich es auch vorhin schon sagte, keinesfalls effizient unterwegs gewesen und trotzdem ist der Verbrauch noch mal deutlich gesunken. Wir haben kaum Stadtverkehr unter den Rädern gehabt, aber auch keine Autobahnen, sondern sind über große und kleine Landstraßen mit vielen Kurven gefahren. Und das zeigt, dass dieser neue Stellantis-Motor, den es ja in ganz vielen Modellen gibt, auch im E208, im Opel Corsa und so weiter, dass der schon deutlich effizienter arbeitet als die Vorgängermaschine. Und damit sind wir bei den lustigen Zahlenspielen am Ende eines Autonotizen-Videos angekommen. Was kostet das denn alles? 45.765 Euro ist der Grundpreis für den Peugeot E308 SW in der Allure-Ausstattung. Die Basis, den Active, den gibt es ja mit dem Elektromotor nicht. Der Kombi-Aufpreis beträgt 1.000 Euro im Vergleich zum Fünftürer. Hier mal den GT stehen, der kostet 48.440 Euro. Der hat dann ein bisschen sportlichen Zierrad mit dabei, aber auch Optionen als Teil der Serienausstattung wie das 3D-Cockpit und Matrix-LED-Scheinwerfer, die natürlich schon Komfort- und auch Sicherheitsgewinn sind. Ordnen wir das doch mal so ein. Der Opel Astra als ärgster Konkurrent und auch ärgster hausinterner Verwandter oder engster Verwandter, der ist 1.880 Euro günstiger als Kombi in der GS-Ausstattung, gleiche Technik und so weiter. Der Peugeot ist aber für diesen Mehrpreis ein bisschen besser ausgestattet, unter anderem mit dem Matrix-LED-Licht, das ist beim Opel dann als Teil eines Extra-Paketes gibt. Also sind die beide schon annähernd preisgleich. Im Vergleich zum Plug-in-Hybrid mit 180 PS im Peugeot 308 SW kostet die Elektro-Variante 4.190 Euro mehr. Und wenn man auch mal den Bogen spannt zum Mild-Hybrid-Benziner, also der Minimal-Elektrifizierung in der Palette mit 136 PS und Doppelkupplungsgetriebe, dann liegt der Abstand bei 9.440 Euro. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Günstiger fahren kann man mit dem elektrischen 308, wenn man zum Beispiel eine Photovoltaikanlage hat oder eben auch genau schaut, wo lade ich wie, zu welchen Konditionen und das dann mal gegenrechnet. Da kommt es natürlich ganz klar auf das Fahrprofil an und auch auf das, was man denn so an Strecke zurücklegt und auch das, was man laden will. Damit meine ich jetzt nicht laden in den Tank oder in den Akku, sondern laden ins Auto. Die Zuladung liegt bei ungefähr 380 Kilogramm. Muss man also mit voller Mannstärke und Gepäck schon schauen. Eine Anhängelast gibt es für den elektrischen 308 nicht. Das heißt, wir können keine Anhängerkupplung konfigurieren und deswegen dann auch keinen Anhänger hinten dran hängen. Das mal so die Fakten. Kommen wir zu meiner Meinung. Der Peugeot 308 SW ist und bleibt ein relativ eng geschnittener Kombi, der Styling ganz klar als erste Prämisse hat, manchmal auch zu Lasten der Funktionalität, eben auch in Sachen Innenraum, Platzausnutzung. Mir gefällt die Formensprache, sie wirkt eigenständig und dynamisch, ohne aber zu aggressiv zu sein. Das Cockpit wirkt modern, hat auch seinen eigenen Stil. Die Materialqualität ist auch schon am wirklich oberen Ende des Mainstream-Segments. Also ich glaube, viel fehlt nicht mehr. Man könnte auch Peugeot statt DS innerhalb des Konzerns als französische Premium-Marke dann positionieren. Die Preise sind selbstbewusst, nicht abgehoben, aber ein Schnäppchen ist der Peugeot 308 nicht, egal ob er jetzt einen Verbrennungsmotor hat oder rein elektrisch. Das sind so die Vor- und Nachteile des Autos. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man leider aber auch so ein bisschen komische Stellen wie diesen rauen Lack hier unten. Das ist bestimmt irgendwie Steinschlag geschuldet vor dem Hinterrad, aber mit einer Folie über dem Klarlack wäre es hier vielleicht ein bisschen hübscher. Das sieht ja auf den ersten, aber auch auf den zweiten Blick nicht ganz so schön aus. Und das ist jetzt aber hier so pingeliges deutsches Autotester angucken eines neuen Modells. Ich freue mich, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Vielen Dank dafür. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich unten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung die Links zu den Playlists. Einmal mit allen Elektroautos und einmal mit allen Peugeots hier auf diesem Kanal. Danke auch für ein Abo von Autonotizen, wenn noch nicht geschehen. Auch für ein Abo bei Instagram und TikTok und Facebook. Das gibt es ja auch noch dieser Tage. Danke an die Laura fürs Filmen und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Ciao.